Ja, Freunde, ihr seht richtig, da sind wir wieder bei Pokémon Arceus mit meinem Shaymin-Outfit. Ich wollte es eigentlich Oskin wechseln, ist mir aber eingefallen, dass ich noch ein paar neue Pokédex-Einträge habe. Die mir euch natürlich nicht vorenthalten. Durch die Entwicklung in der letzten Folge und so. Und deswegen müssen wir ganz kurz mal aktualisieren. Hä? Also entwickelt Han, okay, gut. Psyana, Knackrack, mhm. Psyana noch zu wenig. Psychokinese, müsst ihr dann noch mehr einsetzen bei ihr? Okay, in Tempotechnik, Drachenklaue bei ihm. Gut, das ist natürlich schon vorbei, weil ich schon entwickelt habe. Krafttechnik gesehen, mit der Tank von Typ Fee besiegt. Oh Mann, naja gut. Und dann einfach mal ganz salopp das Outfit ändern, wa? Weil sonst friere ich mir hier noch einen ab. Das ist wesentlich besser. Die Forschungsschule sind wir, glaube ich. Ja. Welcher schützt. Ja, wobei im Schnee kommt mit dem Forschungsschuh eigentlich besser vorwärts, oder? War schon so eine Art Schneeschuhe. Zack, Schuhe an. Schuhe weg, Schuhe an. Krass, wa? So. So, dann unsere Team-Pokémon. Ne? Da haben wir mal erwähnt, dass ich irgendwie gerne neue Attacken zugewiesen hätte. Mal gucken. Zum einen müsste ich hier, glaube ich, Psychokinese schon drauf haben. Perfekt. Dann kommt das so rein. Dann kriege ich natürlich noch einen Spukball. Dann einen Zauberschein. Coole Augen nehmen wir, glaube ich, jetzt mal nicht dran. Aber für die Gedanken gut. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine üble Idee. Und dann wäre Psy dann schon mal ready. Roserade, was mach mit dir? Du hast einen Energieball, Giftschock mit einem Statusproblem. Aha, okay. Kennst eigentlich eher, dass Giftschock dann doppelt so stark ist, wenn es gegen Ziele trifft, die bereits vergiftet sind. Das wäre dann ein bisschen anders, nämlich in der Stachelspur und Giftpuder. Würde ich, hätte ich jetzt mal gesagt, aktuell sogar belassen. Aus dem Grund, weil Zauberscheinspuckel haben wir bereits auf Psyana. Und ich wäre froh, mein Pokémon, mit dem ich andere halt irgendwie einschlären und vergiften könnte. Eben so Statusprobleme. Dann passt es, glaube ich, ins Setting mit Psyana im Team. So, Viscaron. Unsere Lieblingsschnecke. Eisenschädel. Was ist denn jetzt Refugium eigentlich? Okay. Sieht irgendwie cool aus. Dracometeor. Ne, wo ist denn der Stahlstrahler hier? Den Eisenschädel. Hydropumpe. Ja, wenn zumindest einmal ein Wassertag im Team. Ja, nicht so schlecht. Donnerblitzer fände ich auch noch geil. Eisstrahl generell auch. Wobei, wir gehen jetzt in Eisgebiet, wenn wir nicht so viele Eis-Pokémon treffen. Noch ein paar. Ja, aber Wasser-Pokémon können dort trotzdem sein. Und sicher noch ein paar Flug-Pokémon. Ja, und gegen Eis habe ich einen Stahlstrahler. Also ist da schon eine Stahlattacke drin. Ja, aber ist interessant. Was Viscagor, also wenn es hier die Sui vorne davon lernt. Skorgro, so. Bei dir haben wir gesehen, du hast irgendwie eine ganz seltsame Attacke drauf, wa? Kraftwechsel, genau. Weil ich mir jetzt gerade überlege. Bei dir irgendwie den Trugschlag noch draufpacke mit dem Schwerttanz in Kombi.
Würde ich vielleicht, warte mal, Gift-Typ, Kreuzschere. Ja, ich habe natürlich aktuell kein Käfer-Pokémon im Team. Gift-Typ, da habe ich was. Also hat er vielleicht mal gesagt, Kreuzschere und Aeroas. Und mir eigentlich natürlich, weil es ein Bodenflug ist, ein Boden-Move dann so schlecht wäre. Mit Trugschlag und Schwertanz aktuell. Oder eben macht man irgendwie hier. Ein Feuerzahn ist zwar nicht so schlecht, wa? Gerade wenn wir jetzt irgendwie so ein Eisgebiet gehen. Ein Gebiet mit vielen Eis-Pokémon halt. Dann Upto, da wird jetzt auch nichts geändert. Dann haben wir Knackrack. Natürlich hat er auch Trugschlag, würde ich jetzt aber mal noch weglassen, weil ich das jetzt schon Skorkler gegeben habe. Dann brauchst du natürlich noch irgendwie eine gute Bodenattacke. Das sind halt physische Bodenattacken im Spiel leider sehr rar gesät. Wo ich mir schon frage, brauchst du überhaupt eine physische Bodenattacke? Angriff, Initiative, der Spezialangriff ist auch nicht schlecht von dem her. Da gebe ich dir nicht einen Bodenmove, sondern gebe dir Steink. Das ist bei mir echt schwierig. Feuerzahn hat zwar auch drauf, Trugschlag genauso. Ja. Ja, komm doch. Nochmal Drachenklau und Dampfwalze, plus Steinkante. Flammenwurf brauche ich eigentlich nicht. Dann könnte ich dir eigentlich einen Naschschweif noch geben, wenn ich noch einen Wassermove habe. Also eigentlich war er vollkommen offensiv, weil die habe ich ja glaube ich gar keinen gegeben, wa? Ja, passt doch eigentlich, hä? Psyana mit den Moves ist klar, Roseraden auch mit Pflanze und Gift zusätzlich, aber mit Statuseffekten, Viscagor, Stahldrache Elektro und was zum Boosten. Skorgo hat Feuer und Flug. Nehmen halt ein bisschen Trugschlag und Schwertanz zum selber boosten. Weiter Nupto ist klar, da kann sich natürlich auch mit dem Stromschuss und so überlegen, ob das überhaupt noch Sinn macht. Drachenklaue, Dampfwalze, Steinkante, Nassschweif und zumindest noch ein Wassermove dabei. Ja, ich überlege gerade tatsächlich einen Ablight wieder einzupacken, weil ich keinen Kampfmove aktuell habe. So, das war's, Freunde, zurück ins Gebiet. Hm? Oh, ist hier Peitsche, okay. So. Jetzt einmal los, Freunde, wa? Wir haben da, wo sowieso hin muss. Hier haben wir noch ein verlorenes Item. Gehe ich erstmal dahin. Ja, komm. Für etwas haben wir hier unser Sneebos. Oh. Hier gibt es Griffel, interessant. Ich könnte zwar eigentlich mal noch ein bisschen gucken, was unser Psyana so drauf hat im Kampf. Ja, doch. Au. Oh. Das Kampf im Pokémon. Ja, schon Kraft ansetzen, genau. Ching, ching, ching. Ein bisschen heilen. Ein super Trank, komm. Ein super Trank für ein super Pokémon.
Ja, komm. Okay, Meldung kommt dann automatisch mit der Zeit. Naja, Sneepers ist schon cool. Ich habe gerade voll die fetten Zelda Breath of the Wild Feelings, muss ich zugeben. Weil ich mich daran erinnere, wie ich damals, glaube ich, Breath of the Wild irgendwie mir dachte, komm, ich gehe zuerst mal ins Wüstengebiet und auch erstmal überall durchgeklettert bin und so. Was aber eigentlich keiner gemacht hat, so ins Wüstengebiet zu, so zu gehen, da habe ich mir gedacht, ja komm. Liegt so nicht auf dem Weg und so normal, also irgendwie, keine Ahnung. Ein anderes Gebiet gehen, aber hey, ich mach das auch mal so, da Bock drauf habe. Da ist noch ein Tempel, da wird vermutlich der sein, den wir auch im Blitzach in der Zukunft kennen. Was für dich? Oh, Tatsache. Ein Schneeball. Ja gut, zum Glück schmilzt er nicht, war bei hier im Inter. Und Leistungskies, sehr gut. Wirkungs. Oh, da gar nichts. Oh. Doof. Knacker, kann ich dir irgendwie ein bisschen Boost auf den Angriff geben und irgendwie sonst noch was? Verteidigung, Initiative? Ist hier natürlich auch schwierig, war zu wissen, was man da machen könnte. Dass ein bisschen schneller wird. Aha, ein harter Schneeball. Wir sind ja auch hart drauf, also insofern. Da drüben ist es also. So, wir haben gerade gesehen, hier fliegt ihn in X-Bad herum. Ja, da drüben ist es. Fange ich jetzt aber nicht, weil. Warum? Wir haben schon einen Herrscher X-Bad. Okay, dann muss ich da rüber, oder? Da unten irgendwie noch ein anderes Herrscher-Pokémon. Das sieht mir irgendwie so aus, als könnte da unten. Elite-Pokémon. Warum sage ich eigentlich immer Herrscher? Könnte sein, wa? Ein Mashok, aber ist er einfach nur ein Mashok oder ist er irgendwie noch ein spezielles Mashok? Hä? Oh, Electek! Riolu? Nee, oder? Doch, das ist ein fucking Riolu! Das ist die Frage. Was denn den Schmeißerrettstang gegen den? Da ist ein Kampfstahl. Also, wird später noch ein Stahl, ja, aber. Reisköder, mag der Reis? Ohne Leis, kein Fleiß. Jo, mag er. Riolu, Freunde, bin ein Riolu! Da gibt's schon ein Lucario! Das ist aber kein Herrschermasch, oder? Nö, es hat zwar Power, aber es ist kein Herrscher. Es wurde überrumpelt! Oh, Scheiße! Was ist passiert? Aber wir haben hier Tempo, Psyrokinese. Und dann noch ein bisschen Zauberschein. Ja, ich habe mich halt gefragt, wenn es hier so seltsam aussieht hier in der Bucht, lauter Karte, ob da nicht irgendwie, ups, irgendwie noch was sein könnte. Oh ne, da ist weder ein Elite-Poke. Da, oh, das ist ein Höhleneingang. Da ist ein Durchlass.
Leistungssand. So, und zwar dringend für den Spezialangriff, Freundchen. Cool, wo geht's denn hier entlang? Die Musik. Winterschlafhöhle. Hä? Warte mal, das links oben ist ein Cresselia, oder? Dann kommt ein Regigigas vielleicht? Das rechts könnte ein Giratina sein. Hey, warte mal. Dann sehe ich da irgendwie noch ein Darkrai. Ich sehe noch ein Palkia. Entweder können wir hier noch ein Dialga. Da könnte noch ein Manaphy darunter sein. Das sind ganz seltsame Pokémon. Aber cool. Dann komme ich hier draußen da raus. Okay. Gut zu wissen, Freunde. Also, wir haben hier schon mal eine Jule gefangen. Was ist denn da vorne wieder los? Was ist denn das hier? Wieso sieht das so seltsam aus? Ist nicht irgendwie auch ein Höhleneingang da, oder? Oh, der Rufel hat deswegen. Was war denn ein Inkognito hier? Was zum... Nee, oder? Ich meine, so ein seltsamer Inkognito-Bug. Manchmal geht's, manchmal nicht. Weiter. Hier geht es nicht weiter. Ja, danke schön, Spiel. Wäre mir gar nicht aufgefallen, wenn du nichts gesagt hättest. Ach, hier können wir das X-Bad fangen, war das Fliegende. Da ist ein Herrscher Lucario. Ach du Scheiße. Ey, Elite Lucario, Mann. Ja, ich lerne es nie, sorry. Während der Reisköder funktioniert. Ich finde, das hätte eigentlich klappen müssen, Freunde. Kann man die Beere versuchen, ob die zwar mehr bringt, bin ich jetzt auch nicht so sicher. Das war schweinemäßig knapp. Da geht doch. Puh, plus ein Massensamen mit einem Lucario, einem Elite-Lucario wohlgemerkt, wa? Genau, dankeschön. Puh.
So, da unten sind Elekin, El Voltag, aber nicht vergessen. Okay. Puh. Dass auf Yoma so ein Elite-Pokémon ist. Man es gar nicht erwarten würde. Oh, ist noch Vollmond. Wenn es Nacht wäre, vermutlich. Ja, das ist auch nochmal die Sonne. Ja, so ein normales Gebiet hier, also wo meine ich nicht. So. Die Story müsste eigentlich da entlang, aber wir können auch erstmal dann da lang, dann da entlang. Passt doch auch, oder? Klar, unterspringen ja kein Problem, aber trotzdem Schaden kriegen. Ganz Material also jetzt mal außen vor. Das ist noch ein Riolu und ein Lucario plötzlich auch noch. Gefangen, eins von Aura-Ding gesehen, schwerfällig gemacht. Das können wir jetzt mal ganz kurz. Haben wir jetzt sogar ein paar Items dafür? Die Schneebälle, komm, versuche mal. Hä? Ist das Ernst verschwunden, weil. Hä, wir noch ein Maschuk ersetzt? Warum das? Okay, kapiere ich jetzt nicht. Mit Nahrung gefüttert, ja, das bringt halt was. Was das mit dem Lucario sollte, keine Ahnung, plötzlich war es einfach weg. Da habe ich keinen Bock mehr. Tschüss! Hm. War jetzt so überrascht offenbar, war? Schade eigentlich. Leistungssand. Machen wir mal ein bisschen Spezialangriff. So, den Donnerschlag gesehen, ganz normal besiegt, gefangen einfach, okay. Elite-Elektrik. Was? Alter! Du spawnst einfach hier. Das ist gar keine Manier, wa? Oh, ich gehe wieder lieber aus dem Weg. Spawnt auch direkt vor mir neu, ich glaube, es hat. Wer, wie, wo, was? Wow! Tatsächlich leicht erschrocken. Dass man gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Okay, Freunde, nächste Folge würde ich mal sagen, fangen wir uns hier nach der Versuch, einen Elkittel, sein Elite Electric zu fangen. Wird hoffentlich irgendwie funktionieren und dann, ja, mal gucken, was wir hier sonst noch so finden werden auf dem Weg, den wir natürlich reinschlagen werden bezüglich der Hauptstory, aber halt, ja, wie gehabt, noch ein bisschen was anderes machen dürfen, natürlich. Leistung Sahn, wir nehmen jetzt mal die Initiative. Ein bisschen schneller darf es trotzdem sein. Samen, sehr schön, sehr schön. Jo, wird schon, Freunde, wird schon. Im Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Pokémon Legende Arceus mit Elekid, was da relativ schwach gerade ist, sehe ich. Ja, mit Nahrung gefüttert war, da können wir natürlich. Na komm, weißt du was. Also, nächste Folge fangen wir uns ein Elite Electek. Mal gucken, wie das sein wird. He? Bis dahin, bye bye.